Moin Leute, da bin ich wieder. Es gibt einen neuen Vlog. Schön, dass ihr einschaltet. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Einige von euch haben sich ja gewünscht, dass ich wieder weitermache mit den Videotagebüchern. Und ich muss sagen, ich habe es auch ganz schön vermisst, weil es hat doch ja, ganz schön Spaß gemacht. So recht weiß ich auch gar nicht, warum ich aufgehört habe. Guck mal, über Ausreden, keine Zeit und so weiter. Aber ich will mal kurz auf die Gründe eingehen, warum ich jetzt doch weitermache. Wie gesagt, einmal macht es so viel Spaß, es fördert die Kreativität. Das Ding ist halt, ich möchte im ganzen Nachbearbeitungsprozess, im Editing, im Schnitt deutlich effektiver und schneller werden und so ein Vlog, der zwingt einen dazu ja praktisch von Natur aus. Also ist das eine sehr gute Übung für mich. Natürlich war ich letzten Monate nicht komplett untätig, ich habe immer wieder die Kamera mitgenommen auf Trips, auf Erlebnisse, auf kleine Ausflüge und so weiter. Und da werde ich auf jeden Fall Footage in die nächsten Vlogs reinpacken, um das auch zu euch zu präsentieren und da freue ich mich sehr drauf. Und einer der größten Gründe, warum ich weitermache, ist, dass ich auch mal andere Künstler und Projekte vorstellen möchte und begleiten. Und ihr nicht immer das Gesicht hier seht, das hasse ich nämlich eigentlich in Vlogs, wenn immer nur die Vlogger vor der Kamera hocken. Und ja, da freue ich mich drauf, da ist einiges in Planung und das wird auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres losgehen. Und ja, seid gespannt. Da dachte ich mir, ach, gehst du mal heute schön zum Gelsdorfer Ufer an den Steg, da ist immer schön, bloß blöderweise ist der Steg weg. Ach ja, und was zu feiern gibt's natürlich auch noch. Meine neue Webseite ist endlich online. www.euer-sascha.de. Dort seht ihr die neuesten Bilder von mir, alle Projekte und auch einen kleinen Online-Shop. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal draufklickt. Danke, Leute. Ja, richtig gute Idee. Geniale Idee. Oh, ist der Staubsauger. Jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen in der Drohne fliegen, aber wie das nun mal in diesen Dezembertagen so ist in Rostock, von einer halben Stunde immer noch Sonne und jetzt eben nicht mehr und von da aus zeige ich euch gerne noch ein bisschen Footage aus den letzten Wochen und viel Spaß!